So eine Aufgabe zur vollständigen Induktion zeigen Sie mit vollständiger Induktion, dass für alle n-Elemente n gilt, die Reihe von k gleich 1 bis n ist gleich und so weiter. Wir fangen an mit dem Induktionsanfang. Ich setze für n gleich 1 ein und dann steht dort 2 dividiert durch 4 mal 1 minus 1 ist gleich 1 und 1 durch 2 plus 1. Äquivalent umgeformt, 2 dividiert durch 3 ist gleich 1 minus 1 Drittel. Äquivalent umgeformt, 2 Drittel ist gleich 2 Drittel, wahr. Induktionsvoraussetzung. Abschreiben der Aufgabenstellung. Die Reihe von k gleich 1 bis n, 2 dividiert durch 4k² minus 1 ist gerade 1 minus 1 dividiert durch 2n plus 1 gelte für ein n Element n. Induktionsschritt. Die Reihe von k gleich 1 bis n plus 1, 2 dividiert durch 4k² minus 1, also aus n wird n plus 1 gemacht, k wird gelassen und hier 1, 1, 2n plus 3. Hier werden viele Fehler gemacht, ich schreibe es nochmal auf, 2n plus 1 plus 1 ist 2n plus 2 plus 1 ist 2n plus 3. So, und dann ein Fragezeichen hier rüber und ist zu zeigen dahinter. Also kenntlich machen, dass wir das noch nicht gezeigt haben, sondern dass wir das zeigen wollen. Abspalten des letzten Reihengliedes. Die Reihe von k gleich 1 bis n, 2 dividiert durch 4k² minus 1 plus 2 dividiert durch 4n plus 1 Quadrat minus 1 ist gerade gleich 1 minus 1 dividiert durch 2n plus 3. Äquivalent umgeformt, Induktionsvoraussetzung eingesetzt. Wir wissen, dass diese Reihe hier gleich dieser Term hier ist und deswegen 1 minus 1 dividiert durch 2n plus 1 plus 2 mal. Hier unten wird alles klein multipliziert. Erste binomische Formel, n² plus 2n plus 1, gibt also 4n² plus 8n plus 4 minus 1, gibt eine plus 3. Und das ist gleich 1 und 2n plus 3. So, wir stellen fest, die Einsen heben sich weg. Und wenn wir diesen Term mit diesem Term multiplizieren, haben wir erstmal 4n², dann haben wir da stehen 6n plus 2n sind 8n und 1 mal 3 sind 3. Wir stellen also fest, der Term kommt raus, deswegen wird das Ganze jetzt mit diesem Term hier multipliziert. Dann können wir wieder äquivalent umformen und wir erhalten zuerst mal minus 2n plus 3 plus 2 ist gerade gleich minus 2n plus 1. Äquivalent umgeformt. Minus 2n minus 3 plus 2 ist gerade gleich minus 2n minus 1. Äquivalent umgeformt, minus 2n minus 1 ist gleich minus 2n minus 1, wahr. Weil die untere Gleichung wahr ist, wissen wir auch, dass der Induktionsschritt wahr ist. Damit ist der Induktionsschritt wahr und nach Satz über vollständige Induktion gilt die Aussage an für alle n-Elemente. Wir können das noch als an kenntlich machen. Das ist die Aussage a von n. So, ich wiederhole nochmal, wir haben eine beliebige Aussage, die sollen wir mit Satz über vollständige Induktion zeigen. Das hier ist die Aussage aus der Aufgabenstellung. Wir setzen n gleich 1 ein, wir zeigen, dass 2 Drittel gleich 2 Drittel ist. Kein Problem, die Reihe besteht nur aus einem Term. Wir schreiben die gesamte Aufgabenstellung ab
und schreiben dahinter, gelte nur für ein n-Element n. Dann setzen wir für n n plus 1 ein, lassen das k aber so stehen, setzen hier hinten n plus 1 ein, dabei achten wir bitte auf das richtige Ausklammern. Dann wird das letzte Reihenglied abgespaltet, wie wir das gelernt haben. Hier wird die Induktionsvoraussetzung angesetzt. Die Einsen kürzen sich weg. Dann stellen wir fest, dass das Produkt von diesen beiden Termen der Term in der Mitte ist. Deswegen können wir mit allen drei Termen gleichzeitig multiplizieren. Und dann haben wir eine einfache Gleichung, die wir nur noch klein hauen müssen. So, und dann können wir eben im Prinzip sagen, weil die untere Aussage gilt, gilt die obere Aussage. Induktionsschritt ist richtig. Den Rest erledigt die vollständige Induktion. Wir können also den Schlusssatz formulieren. Nach Ersatz über vollständige Induktion ist die Aussage wahr.